Ja, hallo Freunde und willkommen mal wieder. Heute will ich euch ganz kurz zeigen, wie ihr das Problem lösen könnt, wenn eure Windows-Maschine nicht mehr startet, ja, beziehungsweise ja, einen möglichen Lösungsweg, wenn, wie gesagt, Windows nicht mehr geladen wird, ja, der Computer nicht mehr startet. Stattdessen bekommen wir hier ein schwarzes Fenster mit der Meldung Boot MGR is missing. Ja, das bedeutet einfach, dass der Computer den Bootmanager nicht mehr finden kann. Warum auch immer, ja. Die Gründe dafür können verschieden sein. Zum Beispiel vielleicht, weil ihr zwei oder mehrere Betriebssysteme ja, installiert gehabt habt und eins davon vielleicht deinstalliert. Oder ja, warum auch immer ist der Bootmanager irgendwie nicht mehr in Ordnung, wird da beschädigt, ja, so dass der Computer ihn nicht mehr finden kann. Genau, wir werden hier zwar aufgefordert, ja, mit Steuerung Alt entfernen, den Rechner neu zu starten. Das können wir zwar machen, das hilft aber leider nicht weiter. Ja, wir bekommen immer wieder und wieder diese Meldung hier, die Fehlermeldung, ja, dass der den Bootmanager nicht finden kann. Genau, die Lösung ist relativ einfach, ja, das ist also kein Grund zu verzweifeln. Alles, was wir brauchen, ist ein Windows DVD oder CD oder ja, USB-Stick, wie auch immer, so dass wir den Rechner vom, ja, meinetwegen DVD starten. Ich starte jetzt hier einmal neu. Und starte jetzt, also wir müssen jetzt unsere CD oder DVD einlegen und den Rechner dann dazu bringen, dass es eben von den, ja, DVD hier in meinem Fall startet. Genau, das dauert einen klitzekleinen Moment, bis das jetzt geladen wird. Und dann müssen wir die Reparaturoptionen, ja, in dieser, genau, hier wählen wir einfach die Sprache aus und klicken einfach auf Weiter. Und jetzt klicken wir hier auf die Option hier, Computerreparaturoptionen, ja. Einfach draufklicken und hier auf Problembehandlung und erweiterte Optionen. Und genau, also hier haben wir einmal die Option Starthilfe, ja, Probleme beheben, die das Laden von Windows verhindern. Wir können hier einmal draufklicken und dann das Betriebssystem hier auswählen. Jetzt versucht Windows das Problem automatisch zu beheben. Ja, wenn wir großes Glück haben, dann funktioniert das, ja. Also manchmal funktioniert das wirklich. Falls nicht, dann müssen wir eben hier zurückkehren auf Problembehandlung wieder auf erweiterte Optionen. Und hier rufen wir uns hier eine, also die Eingabeaufforderung hier auf, ja. Genau, ich mache das mal vielleicht ein bisschen größer. Und hier müssen wir vielleicht ja einfach ein paar Befehle eingeben und schon, also meistens, und zwar werden wir jetzt hier mit bootrec.exe, ja, genau, das ist, wir können jetzt hier nochmal mit Slash und Fragezeichen, zack, und hier haben wir auch genau das Tool, was es macht, ja, repariert kritische Datenträgerstrukturen. Und die Befehle, die hier unterstützt werden, das kann man sich hier nochmal alles durchlesen. Wir haben hier einmal Fix MBR. Ja, das schreibt jetzt den Master Boot Record. Ich denke nochmal neu auf am Anfang der Festplatte wahrscheinlich, ohne dass die Partitionstabelle hier überschrieben wird. Dann haben wir einmal Fix Boot. Ja, das schreibt einen neuen Sektor auf die Systempartition. Ja, verwendet den Startsektor, der Windows-kompatibel ist. Scan OS, hier zum Beispiel, ja, da wird gescannt nach andere Betriebssysteme, die jetzt nicht eingebunden sind, sozusagen, ja, in den Master Boot Record und somit nicht angezeigt werden.
Und hier vielleicht ganz wichtig, Rebuild BCD, ja, das durchsucht alle Datenträger und ja, die mit Windows kompatibel sind halt. Und dann werden diese, ja, wenn andere Betriebssysteme da gefunden werden, die dort nicht eingetragen sind, werden sie dann eben hinzugefügt, ja. Genau, also wir können jetzt im Prinzip die Befehle hier, denke ich, nacheinander eingeben hier. Und zwar bootrec/fixmbr. MBR, genau, damit wir jetzt, genau, der Vorgang wurde abgeschlossen, dann nach, ja, am besten wir machen das jetzt alles hintereinander, bootrec fix boot, zack, Vorgang abgeschlossen, ja, jetzt können wir nach andere mit OS, ja, ob der vielleicht andere Betriebssysteme irgendwie finden, die installiert sind, aber nicht in den MBR hier, in den Master Boot Record eingebunden, ja. Das sind jetzt bei mir 0, ja, das ist alles in Ordnung. Das war erfolgreich. Genau, und zu guter Letzt, ganz wichtig natürlich, müssen wir jetzt den Rebuild Rebuild BCD, genau. Und Schuss. Genau. Das kann einige Zeit dauern. Okay, das ist jetzt bei mir schon durch. Und erfolgreich gewesen. Genau. Also im Prinzip war das eigentlich auch schon alles. Ja, das ist eine Methode hier, die wirklich fast immer funktioniert. Ja. Da, ohne dass wir jetzt das Betriebssystem alles neu installieren müssen. Alles, was wir jetzt machen müssen, ist einfach den Rechner neu starten, ja. Und dann sollte Windows jetzt, ja, ich mache mal jetzt hier fortsetzen, ganz normal starten, ja. Ich hoffe, ja, dass es für euch hilfreich war und dass euch das weitergeholfen hat. Wenn ihr Fragen oder Anliegen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ja, über ein Like oder Abo freue ich mich natürlich auch. Und ja, bis zum nächsten Mal.